Effizienz kann sich auch auf Entscheidungen bezüglich des Risikos oder der Unsicherheit beziehen. Und auch das können wir natürlich grafisch darstellen, besonders wenn wir uns auf zwei Parameter der Unsicherheit beschränken. Hier haben wir auf der vertikalen Achse den Erwartungswert μ und auf der horizontalen Achse die Standardabweichung Sigma. Sie ändern sich. μ ist quasi das durchschnittliche Ergebnis, das Sie erwarten, zum Beispiel der durchschnittliche Gewinn aus einer Entscheidung. Und Sigma ist ein Wert, der für das Risiko steht, denn der leitet sich aus der Varianz ab und das ist quasi, wie stark das Ergebnis schwankt. Ne? Und wenn unser Gewinn zum Beispiel stark schwankt, steht das für ein hohes Risiko. Und so wie hier gezeichnet, sind alle Kombinationen von μ und Sigma zulässig, die innerhalb und genau auf dem Rand dieses Kreises sind. Und effiziente Konsumpläne sind ceteris paribus, also wenn wir alles andere gleich halten, durch einen höheren Erwartungswert und eine geringere Standardabweichung gekennzeichnet. Das heißt nichts anderes als, wir wollen gerne einen höheren Erwartungswert haben, weil das heißt ja im Durchschnitt mehr Gewinn. Und wir wollen auch gerne weniger Risiko haben, ne? Denn dann können wir sicherer sein, was wir am Ende kriegen. Und das bedeutet, die effizienten Lösungen müssen hier auf dem Nordwestrand, also zwischen den Punkten A und B liegen. Also hier, das, was ich jetzt rot markiere, das sind die effizienten Lösungen, genau auf diesem Nordwestrand. Alles andere kann nicht effizient sein. Warum? Überlegen wir uns zum Beispiel ausgehend von einem Punkt A einen anderen Punkt, der zum Beispiel hier liegt. Warum ist das kein effizienter Punkt? Naja, wir haben ja quasi den gleichen Erwartungswert wie bei Punkt A, aber, also das gleiche Erwartungswert, aber wir haben ein höheres Risiko. Bei Punkt A hätten wir so ein Risiko und bei dem Punkt hier in der Mitte, den wir mal C nennen, da hätten wir dieses Risiko und wir wissen ja, weniger Risiko finden wir besser, deswegen dominiert Punkt A Punkt C, weil in Bezug auf Erwartungswert sind sie gleich, im Durchschnitt erwarten wir den gleichen Gewinn, aber Punkt A bietet uns das geringere Risiko und damit dominiert Punkt A den Punkt C und deswegen kann Punkt C gar nicht effizient sein. Denn er wird dominiert. Und wir können eben keinen Punkt hier finden in dieser Grafik, der erstens zulässig ist und zweitens Punkt A dominiert. Deswegen ist A effizient. Und alle Punkte, die zwischen A und B liegen und A und B selber auch, sind eben effizient. Das heißt, auch hier gilt, weil wir das stetig gezeichnet haben, dass wir unendlich viele effiziente Lösungen haben. Und wir brauchen eben irgendein noch ein extra Entscheidungskriterium, um dann letztendlich die optimale Lösung zu finden.